Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz. Stunden Impression vom Rehbachfest aus Neuhofen und Blickpunkt Neuhofen, ihr Lokalmagazin, war dabei. Zum Ende dieses ersten Teiles, heute gibt es noch einen zweiten Teil, nicht vergessen, um 20 Uhr geht's los, habe ich noch eine gute Nachricht für 693 Menschen. Die kommen leider nicht aus Neuhofen, die kommen aus Berlin oder vielmehr, ja, sind in Berlin. Ich will nicht sagen, sie arbeiten in Berlin, aber sie sind zumindest in Berlin. Die Politiker aus Berlin, Bonner Politiker und Berliner Politiker, haben beschlossen, sich in den Anbetracht leerer Staatskassen, sie erinnern sich an die Diskussion in den Verhandlungen, Tarifverhandlungen des öffentlichen Dienstes, haben sie beschlossen, sich die Diäten zu erhöhen. Derzeit verdient so ein Berliner Politiker schlappe 12.000 Mark und ein paar zerquetschte. Jetzt haben sie sich beschlossen, das ist zu wenig. Sie wollen das an die Gehälter der Bundesrichter anpassen. Das wären dann schlappe 2017 Mark mehr im Monat. Ich spreche hier nicht von Jahresgehaltssummen. Wenn Sie jetzt Rechenexempel anstellen, im Kopfrechnen bin ich nicht besonders gut, und rechnen mal zusammen, wenn Sie das Gehalt einer einfachen Krankenschwester oder eines Krankenpflegers nehmen oder aber eines Polizisten im einfachen Dienst, die bekommen so schlappe 2600 Mark im Monat etwa, das ist nicht besonders viel netto, da müssen Sie dann als Krankenschwester, Krankenpfleger oder was auch immer, vielleicht auch als Verkäuferin, schon mal 6 Monate für arbeiten gehen, was unsere Berliner Politiker so im Monat einstecken. Respektabel, respektabel. Ich habe mir ja auch überlegt, jetzt künftig in die Politik zu gehen, so nebenbei noch. Und ich weiß nur noch nicht, für welche Partei. Ich bin also noch auf der Suche nach der Parteien, nach der richtigen Partei. Also, liebe Jungs aus Berlin, wenn ihr jetzt zuhört, für schlappe 14.763 Mark bin ich zu haben, monatlich netto, versteht sich. Und es würde garantiert nicht einen Falschen treffen. Ich wäre zu allem bereit, ich würde mich so richtig ins Zeug legen, würde alles machen, sogar Fallschirm springen. Ja, ich könnte mir da vorstellen, ich stelle mir gerade was ganz Tolles vor, wenn ich mit Angelika Merkel so einen schönen Tandemsprung hätte. Angelika Merkel wird ja vielleicht in 2 Jahren, knapp 1,5 Jahre, 2 Jahre, die erste deutsche Bundeskanzlerin sein. Also die Frau sollte man sich warm halten. Angelika, nur damit Sie es schon wissen, Tandemsprung, wir können es ja schon mal im Hintergrund behalten. Wenn Sie jetzt sagen, um 20 Uhr, zweiter Teil, Blickpunkt Neuhofen, ist schön und gut, aber da kommt ja die Tagesschau, dann mache ich das so wie jetzt beim ZDF. Abschalten können Sie woanders. Die Tagesschau, das Nachtmagazin der ARD, gibt es ja zu 22, 23 Uhr wieder, also nach Blickpunkt Neuhofen. Verzichten Sie einmal auf die Tagesschau, schauen Sie ZDF heute, um sich in der Bundespolitik zu informieren und Nachrichten aus aller Welt. Und schauen Sie um 20 Uhr dann Blickpunkt Neuhofen. Das ZDF verrät Ihnen ja immer, wo Sie abschalten sollen. Das können Sie nämlich woanders, sage ich auch. Ich sage Ihnen aber auch noch weitergehend, wo Sie einschalten sollen, nämlich zur zweiten Ausgabe von Blickpunkt Neuhofen. Bis dahin, um 20 Uhr, sage ich Tschüss, Ihr Andreas P. Ich glaube, wir können sagen, dass es ein erfolgreicher G8-Gipfel war. Zu dem Erfolg haben viele beigetragen, die Teilnehmer hier, die vielen Mitarbeiter, die Organisatoren, diejenigen, die sich auch friedlich vorher engagiert haben, die Sicherheitskräfte, Heiligen Damen, Kühlus Born, waren gute Gastgeber und die Atmosphäre spielt natürlich auch immer eine Rolle. Und ich sage ein erfolgreicher Gipfel, weil ich der Meinung bin, dass weitreichende Beschlüsse hier gefasst wurden bei Kernthemen unserer deutschen G8-Präsidentschaft. Wir haben uns vorgenommen, dass wir das Thema Wachstum und Verantwortung behandeln in den unterschiedlichen Dimensionen. Vorderpfalz aktuell. Nachrichten und Informationen aus der Vorderpfalz.